So, servus Leute und willkommen zurück bei Part Nummer 6 von Pokémon Feuerrot. Ja, wir stehen hier direkt noch am Ende des letzten Parts. Ich habe gar nicht weiter gelevelt, ich habe jetzt 2 Tage Pause gemacht. Und bin immer noch mit dem Pokémon auf dem gleichen Stand der Dinge, wie es eben im letzten Part am Ende war. Und ja, ich kann mich gar nicht erinnern, wie viele Trainer wir hier schon gemacht haben. Wir schon alle gemacht haben. Oder noch nicht. Ich glaube, den haben wir noch nicht, oder? Ha, genau. Gut, dann kämpfen wir uns weiter durch die ganzen Trainer durch. Damit wir ein bisschen weiterkommen. Mal schauen, was der hier so hat. Ein Raupi. Okay. Level 11. Im Lauf. Ich hasse Kokuna. Ohne Spaß, ich will das Pokémon so schnell wie möglich loswerden. Gleich wie ich auch Safcon nicht mag. Ich weiß nicht, ob die ab irgendeinem bestimmten Level eine richtig geile Entwicklung bekommen. Aber Kokuna entwickelt sich ja jetzt bald zu Smetpo. Glaube ich. Und ich glaube, das will ich noch miterleben. Bitte vergifte. Ach, scheiße. Das möchte ich unbedingt noch miterleben. Und auch wie Safcon sich noch weiterentwickelt. Ich glaube, das geschieht beides ab Level 10. Bam. Komm, nach 10 Angriffen kannst du ruhig mal vergiften, ey. Ich möchte den Kampf unbedingt jetzt fertig machen mit Raupi. Mit Kokuna, sorry. Weil der dann ein bisschen mehr EP bekommt. Also doppelt so viel. Und nochmal. Giftstachelei ins Gesicht. Einmal noch. Und da ist er down. Toll. Wurde besiegt. Kokuna erhält 124 Erfahrungspunkte. Safcon eingesetzt. Nein, ich will nicht wechseln. Weil ich erstmal gucken will, wie viel Damage ich mache. Und dann erst wechsle. Warum darf der immer anfangen? Bin ich voll behindert. Behinderte. Giftstachel. Wow. Okay, das hat sich gelohnt. That means that I can wechsel now the Pokémon to someone else. Zu Ratfratz. Und der macht den nämlich eigentlich so gut wie One Hit. One day. One hit, one day. One hit, one day. Expidermis. Safcon hält sein Problem mit Gift. Ja, toll. Hier, Ruckzuckhieb. 70% Damage. Oder auch nicht. Das habe ich jetzt anders erwartet. Komm. Beides normal. Machen wir hier einen Volltreffer. Gute Sache. Perfekt. Safcon wurde besiegt. Kokuna erhält 84 Erfahrungspunkte und Radfratz erhält 84 Erfahrungspunkte. Und wir haben den Käfer sammeln gerne doch besiegt. Perfekt, und weiter geht's. Hallo? Hallo Mädchen? Ich dachte, das wäre Gesicht, Alter. Dabei war das hier. Ihre. Mir fällt das Wort nicht ein, Alter. Ihre Masche. Gut. Gut, dass ich einfache deutsche Wörter nicht mehr in meinen Kopf gehabt habe, Alter. Göre Robin. Robin wohl eher.
Robin der Hood, ey. Komm. Das war so klar. Pumluf. Hey, die werden aber schon stark hier. Das ist nicht gut. Oh, sorry. Pfund! Rotenschlag. Ruckzuckhieb, so. Der macht ein bisschen mehr Damage. Oh, Glück. Warum? Rup, rup, rup. Verteidigung steigt. Das ist mir egal. Du kriegst von mir trotzdem aufs Maul. Oh nö. Jetzt war ich glaube ich ein Volltreffer, um den zu zerstören. Jetzt hat er bestimmt so einen kleinen Streifen. Oh nö. Oh nö. Ach, ist das ärgerlich. Ne, da bringt der nicht viel. Ja. Gib ihm. Juhu. Sehr, sehr gut. Kokuna erreicht Level 10. La, la, la. Die hat nur ein Pokémon. Gut. Ha. Ich hab dich kaputt gemacht. Und Kokuna entwickelt sich zu... Jetzt macht er, ey. Ach so, gar nicht zu Smetbo, sondern zu Beebor. Sehe ich auch erst jetzt. Gut. Das ist immer so, dass das verwechsel ich einfach immer. Beebor! Sehr gut. Dann haben wir jetzt auch endlich mal in einem Part gesehen, wie sich das Pokémon entwickelt. Ich will kurz mal eben hier gucken, was es hier Schönes gibt. Ob es hier vielleicht ein paar neue Pokémon gibt. Ach, ganz neu. Los, Beebor! Vielleicht mal ausprobieren, was der so drauf hat. Der hat nämlich Furienschlag. Das ist richtig geil. Das geht bis zu 5-mal. Und mach richtig gut. Okay, ist auch nur ein Level 6 Taubsi. Und gleich nochmal Furienschlag. Bam. Bam. Komm dreimal. Ja. Wow. 47 Erfahrung. Das hat sich ja voll gelohnt. Ach ja, ich kann ja rennen. Vergessen. Was sind wir denn hier? Was haben wir denn hier Schönes? Ich mache erstmal einen Trainer hier. Jetzt kommt bestimmt wieder so. Nidoran! Ha! Sehr geil. Sehr geil. Das werden wir uns gleich fangen. Das ist nicht sehr effektiv. Mir war auch eigentlich recht egal. Ich setze jetzt mal Furienschlag ein. Er war nicht so oft, ne? Ja, das war schon mal nicht so schlecht. Auch Silberblick. Glück. Giftstachel nochmal. Mit etwas Glück vergiftet er ihn. Kriegt noch ein bisschen Damage. Leider nicht. So, da ist Beebor weg. Ich brauche jetzt ein... Ja, Safcorn werde ich einsetzen. Das hat noch am wenigsten Damage. Ich habe jetzt Angst, dass ich den... Ja, kaputt mache. Bitte nicht. Bitte nicht töten. Oh. Glück. Jetzt setze ich noch mal Herbert ein.
Weil hier will ich ganz sicher gehen. Sofern das möglich ist. Weiß nicht, niederen mag ich irgendwie. Und ich versuche jetzt den mal ein bisschen zum Pennen zu bringen. Ja. Hat geklappt. Und jetzt auch gleich mal Beutel. Gut, dass ich hier nachgeguckt habe. Pokébälle haben wir noch 5 Stück. Ich hoffe, es funktioniert. Bitte. 1, 2, 3. Ja! Toll, Nidoran wurde gefangen. Dann haben wir jetzt unser 6. Pokémon. Ja, unser 6. Pokémon, yo. Nö. Hallo, Mann. Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus der Azura City ist sehr beschwerlich. Mal jetzt. Zum Mondberg. Haha. Hallo, Mann. Oh, das ist der Felsorden. Du hast ihn von Rocco bekommen, oder? Rocco ist cool. Er ist nicht nur stark, sondern auch beliebt und wird respektiert. Ich möchte auch ein Arenaleiter wie er werden. Ja, träum mal weiter. Aua, ich bin über einen kleinen Stein gestolpert. Ein Stein-Pokémon, jawohl. Das finden wir hier drin gleich, aber ich gehe mal ins Pokécenter. Ist hier sehr praktisch platziert, muss ich zugeben. Mach mal eine Pokémon mal heilen. Ich hab das Lied voll geklaut, der Wurscht. Jetzt geht's denn wieder gut. So, komm jederzeit wieder vorbei. Da wir jetzt Nidoran freigeschaltet haben, werde ich im nächsten Part, oder zwischen dem und dem nächsten Part, zwischen Part 5, zwischen Part 6 und Part 7, ein bisschen leveln gehen, damit ich Nidoran so auf Level 12 habe und Dingensbums auch, hier Dinge, ne? Safcon, genau. Und bevor wir jetzt so weitermachen, ich werde jetzt erstmal hier unten Safcon auf Level 10 bringen, damit wir den auch noch im gleichen Part mit Kokuna entwickeln. Das wäre ganz toll. Ein Habitak. Ein wildes Habitak. Tackle. Mehr habe ich ja nicht. Und der macht richtig viel Damage, weil der eben voll der Babo ist. Und das reicht eigentlich schon. Ich hoffe, das reicht für Dingensbums. Ich will jetzt endlich einen Radfratz auf Level 13. Das dürfte nicht mehr so lange dauern, richtig. Ruckzuckieb. Jetzt gib ihm. Yeah. Das war nicht mal ein Volltreffer, ne? Alter, 24 Erfahrungspunkte, denn ernst? Das hat dann wohl nicht gereicht. Noch ein Habitak. Gut. Pokémon Radfratz. Dann bekommt er die Erfahrung und ist gleich Level 10. Das ist mir egal. Mach dich trotzdem kaputt. Guck. Oh, noch nicht. Er liegt nochmal Heuler, ey. Schaff's dich. So, das war's auch mit dir. Wieder so richtig viel Erfahrung. Aber Scuffcon, ja? Ein Scuff-Controller. Safcon erreicht Level 10. Jetzt hätte ich's. Unglaublich viele Erfahrungspunkte für Radfratz und Safcon entwickelt sich. Jawohl! Dup, 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 dup.
Und da haben wir. Was haben wir denn da? Smetbo. Konfusion. Ah, das ist recht nitze. So. Jetzt wird es auch leichter, die zwei Pokémon zu leveln. Obwohl ich vermutlich eins davon auswechseln werde. Gegen den Kleinstein, den ich da drin finden werde. Und mir dann auch gleich fangen werde. So. Wir sind bei knapp 16 Minuten. Da ziehe ich eine Minute ab, weil ich die Dinge ein bisschen früh stehe. Ja, 15 Minuten jetzt ungefähr. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Was steht denn hier? Mondberg-Tunneleingang. Wow. Der Mondberg. Kugelsaat. Hallo? Da bist du? Weil da, wohin man schaut, überall nur zwielichtige Gestalten. Kommt hier mit dem Käfer-Pokémon oder was? Hornliu. Habe ich doch schon zweimal weiterentwickelt. Konfusion. Das ist sehr effektiv. Ja, ich weiß. Es wird bei Welt 121 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Und noch ein Kokuna. Ne, will ich gar nicht wechseln. Gerrit. Oh, noch mal Konfusion. Diesmal wird es nicht so unglaublich OP sein. Naja, OP ist es trotzdem. Aber jetzt dürfte ein Tackle reichen. Du. 166 nochmal. Boah, gleich Level 11. Sehr geil. Du hast scheiß kalter Wischte. Voll von hinten, ey. So, was haben wir hier noch Schönes? Ein Paraheiler. Sehr gut. Du, du, du. Was haben wir denn hier stehen? Sehr vorsichtig. Zubold ist ein Blutsauger. Hallo. Was gibt's? Meine Kumpels müssen gleich hier sein. Na gut, währenddessen kann ich dich hier schon mal kaputt machen. Pipi wird von Iris in den Kampf geschickt. Level 10 oder was? Ne, Level 14. Guck, ich hab was Schönes für dich. Ins Gesicht rein. Bumm. Oh, ist nicht sehr effektiv. Vielleicht ist ein Tackle ein bisschen besser. Ja, unglaublich gut. Duplexi. Hey! Nee! Komm, lauf jetzt. Gut. Dann wechsle ich mal zu Radfratz. Radfratz macht den kaputt, hey. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee war. Werden wir gleich sehen. Ja, okay, okay. Ganz normaler Damage. Jetzt nicht mehr. So. Danke. Ja, danke. Danke, dass du meinen Angriff vielleicht auf null dezimierst. Aber du selber so dumm bist und mich nicht angreifst. Und wenn du mich angreifst, dann geht's daneben. Bin ich irgendwie lustig. Komm. Zugabe. Was macht denn das? Alter. Was war das jetzt? Fünfmal getroffen. Ernsthaft? Wie viel Glück kann man haben? Mann. Smetbo erreicht Level 11. Sehr gut.
Und Radfratz erreicht Level 13. Sehr gut. Hyperzahn. Der hat noch einen Platz frei gehabt, ne? Ja. Ich hab verloren, ne? Jo. Gleich mal ins Poké-Center zurück. So. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Und wir finden. Ach, egal. Ein Paras. Brauche ich das? Komm, ich sammle einfach jedes Pokémon, was mir so über den Weg kommt. Deckel. Ist nicht sehr effektiv. Oder es tötet sich selber. Mann, jetzt macht er einen Volltreffer. Ich gehe nochmal schnell zurück. Oder auch nicht. Und Zubat. Das fange ich mir jetzt aber. Komm. Wow. Ich glaube, Konfusion ist ein bisschen zu stark. Ich glaube, ich mache den jetzt schon wieder kaputt. Nö, nee, okay, zum Glück. Tango. Du machst mir damit genau einen Damage. Ja, und jetzt piepst er so behindert. Jetzt nur kein... Mann, da kommt immer so viel Text. Das ist nicht sehr effektiv. Smetbo wurde Energie abgesaugt. Smetbo setzt Deckel ein. Smetbo tötet Gegner, warum? Mann. Ich wollte doch nur zurück, ey. Ach, ich bin hier falsch. Genau am gleichen Fleck, ey. Kleinstein! Die Folge wird einfach ein bisschen länger. Ist mir egal. Ein wildes Kleinstein. Immer noch paralysiert. Pokémon. Beeper. Tausch. So. Wildes Kleinstein. Mach nicht zu viel Damage, sonst mach ich dich kaputt. So wenig auch nicht. Warum? Seriously? Ich hol jetzt ein Radfratz. Oder Nidoran. Nee, Nidoran nicht. Komm, ich cheat jetzt ein bisschen die Zeit vor. Deckel. Das ist nicht sehr effektiv. Es ist mir egal, wie wenig effektiv das ist. Ich mach da so lange. Jetzt macht er auch noch einen Volltreffer. Warum bin ich eigentlich so schlecht? Mach ihn kaputt, dann kriegt jemand anderes die Erfahrung. Ja, natürlich will ich ein anderes Pokémon einsetzen. Nidoran. Biber. Wie viel Leben hatte der denn jetzt noch? Mir egal, ich hol Taubsi und mach den so lange mit Tackle kaputt. Bis der nur noch so Millimeter hat. Tackle, Tackle. Was ist denn hilfreich gegen Stein? Ich habe nur Flug-Pokémon. Jetzt macht er einen Volltreffer, ey. Ich raste aus.
Verteidigung sinkt, er steigt. Ich sehe schon. Soll ich es probieren? Komm, jetzt bekommt zwar jedes Pokémon so einen Erfahrungspunkt, weil ich einfach mit jedem Pokémon, glaube ich, gegen Klangschnitz gekämpft habe. Stand nicht an, Herbert. Deckel. Und Volltreffer. Richtig OP. Schlafbudei. So. Jetzt kann ich schon mal nichts mehr machen. Schläft tief und fest. Das finde ich schon mal eine schöne Information. Und dann fangen wir dich gleich auch mal. Dilip. 1, 2, 3. Ja. Und wieder ein Pokémon. Es war eine erfolgreiche Folge. Die dauert zwar schon seit. Dauert zwar schon 25 Minuten. Aber dafür haben wir 2 Pokémon bekommen. Ne, will ich gar nicht. Geh mal weg hier. Kann ich eben nicht zurück. Dann muss ich es halt so machen. Ich weiß. Ziemlich sinnlos. Aber jetzt raus hier. Oh nö. Komm, ich überspringe das jetzt. Ich sterbe zwar, wie es aussieht. Ich flüchte einfach, komm. Oh. Geht doch, ich hasse das, Alter. Vorhin kein einziger Angriff. Für 5 Minuten in dieser Dreckshöhle. Und dann innerhalb von 2 Minuten 8 Angriffe. Toll, ne? So. Okay, ich bedanke mich mal. Danke. Was? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Im nächsten Part werden wir. Habe ich dann die Pokémon etwas höher gelevelt. Also Nidoran, Bibor und Smetbo. Level 12 und 13 so ein bisschen in die Richtung. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ey. Und bis morgen. Tschüss.